Es gibt mal wieder eine neue Waffe in Splatoon. Diesmal der Turbo Blaster Plus, den ich aber leider noch freischalten muss. Und kein Plan, ab wann man den freischaltet, muss ich selber nochmal nachschauen. Aber heute wird's mehr oder weniger interessanter. Diesmal gibt es noch Rangkämpfe. Vier Stück an der Zahl. Diesmal werde ich gleich zwei Waffen ausprobieren. Und zwar mit dem letzten Update den Junior Kleckser, nee, Fokus Profi Kleckser, glaube ich. Und was noch kam, nochmal zu einem anderen Update, nochmal der Junior Kleckser, damit ich das schon mal durch habe. Ich wollte es eigentlich in der Reihenfolge machen, aber komm, DLC-Waffe haben ein bisschen Vorrang und ich hinke ein bisschen hinterher und ja, machen wir es direkt und ja, wir sehen uns gleich bei den Waffen. In Adisla nun angekommen, gönnen wir uns den Junior Collector Plus, den wir gleich anlegen werden. Und den Focus Profi Collector. Wunderbar. Da brauchen wir noch Informationen. Eigentlich nicht unbedingt. Also würde ich sagen, machen wir mal den Junior Collector Plus. Geht's gleich im ersten Rangkampf los. Also bis gleich. Mit einem Disconnect, ne, sehen wir nun hier in den Korallenviertel, wo wir Turbo-Kommando spielen. Und zum Glück betrifft es nicht unser Team mit dem Delay. Ja, perfekter Modus für Junior-Kleckser, natürlich Turbo-Kommando. Ja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ja, mal schauen, wie das Ganze jetzt so ablaufen wird. Ach du Scheiße. Ja, er betreibt. Yo, ja. Das war komplett überflüssig. Ich bin schon jetzt nicht mehr darauf klargekommen, Alter. Fängt ihr wieder wunderbar an. Na komm. So schwer kann es doch nicht sein. Wir haben wieder einen Sniper dabei. Ist ja wunderbar. Na komm, geh weg. Hier war irgendwo noch ein Sniper. Egal. Lassen wir es erstmal regnen. Ach, hier ist er. Deine. Ob das ein Sniper war, keine Ahnung, aber wenigstens habe ich ihn. Ich gehe mal am besten wieder zum Turm zurück. Mal ein bisschen das Team mit supporten. Okay, den haben wir auch. Na, okay, war nur Assist, aber egal, Hauptsache tot, fertig. Na komm, geht schon zum Checkpoint. Ist das jetzt so schwer? Komm, komm. Gut. Okay, wir da von hinten. Ah, verdammt, wie ist das so viel los? Okay, komm noch mal. Aber in der ungünstigsten Position überhaupt, hatte ich so das Gefühl. Kannst du vergessen, ey. Oh. Wir haben es wunderbar geschafft, würde ich sagen. Lang genug gewartet in der Lobby und jetzt der Sieg. Nice. Schöne erste Runde im Rangkampf. Wunderbar. Naja, hätte auch ein bisschen mehr mitmachen können. Aber es geht eigentlich. Und unser Gegner-Team hatte zwar ein Delay gehabt, beziehungsweise ein DC einer. Aber war wahrscheinlich recht starkes. Deswegen habe ich auch so viele Punkte bekommen. Aber ja, kann gerne so das weiterlaufen. Da würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Hier im Rangkampf mit dem Junior Kleckser. Plosch. Dann machen wir wahrscheinlich noch mal im Korallenviertel weiter. Aber diesmal mit vollen Teams. Kein DC soweit. Wunderbar. Und da geht es wieder los. Erste Runde war ja soweit ganz okay. Mal schauen, wie die hier abläuft. Aber typisch im Rangkampf sind auch manche Gegner dabei, die einfach nur richtig, richtig kacke sind. Alter! Alter! So, mit dem Profi-Kleckser. Ich hätte gedacht, ich wurde noch vom Blaster erledigt. Okay, dann ist ja gut. Ich will noch ein bisschen was auffärben. Einfärben, nicht auffärben. Für meine Ulti. Ist ja auch noch dabei. Nein. Aber wäre ich jetzt von diesem Regen gestorben, wäre so peinlich.
Ach komm, ey. Mein Gott, ja, wird da ein Gegnerteam dabei, was richtig assi ist. Ach, du kriegst, wird das kotzen. Das ist einfach nur. Nee. Einfach nur lächerlich. Komm, piss dich. Ach komm, was soll das Scheiß, Mann? Ich wurde bedient, ey. Das ist genau das. Genau das, warum ich selten Rangkampf zock. Mich juckt der S-Rang einfach gar nicht. Es gibt so übel die Sucht, die hier. Die denken, oh, ich muss so schnell wie möglich S-Plus werden, weil ich mich damit ins Cool fühlen muss. Das ist, ja, die ganzen Leute jucken mich eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Es ist einfach zum Kotzen. Ich möchte halt schon einen höheren Rang haben, so. Das ist jetzt schon viel wert und so. Das wäre cool. Aber. Nee. Das ist einfach nur zum Kotzen. Verpiss dich. Läuft überhaupt nicht gut gerade, überhaupt nicht. Okay, wenigstens habe ich eine Robobombe. Das geht auch. Ich meine, hindert. Nee, geht auch nicht. Weil wir gerade wieder den Turm haben. Mann, ist das zum Kotzen. Verpisst euch! Mann, das darf doch nicht wahr sein, Mann. Ich hasse es. Die ganzen Huren. Mann. Ich hasse es einfach. Ich kann mich oft genug einfach wiederholen. Es ist einfach so. Nee, andere Richtung. Jetzt reicht's mir. Was ist jetzt los? Ja, schon verkackt. Ach komm. Nee, Ranked ist absolute Rotze. Ey, ohne Witz. Ich hasse eigentlich diesen Drecksmodus. Weil das, es basiert einfach nur auf Glück. Es ist einfach eine Unverschämtheit. Ich finde es einfach nur richtige Scheiße. Schon damals fand ich es einfach nur richtig zum Kotzen. Wenn man ein paar Mal verliert und irgendwann einen Riss bekommt, macht's auch nicht schlimmer. Ach, macht's auch nicht besser wie damals. Ab 4 Risse bekommt man übelst viele Punkte abgezogen. Wenn man bis zur Markierung kommt, dann nur bis zur Markierung. Sonst hast du verkackt. Aber egal. Machen wir mit dem Fokus Profi-Klick so weiter im Rangkampf. Bis gleich. So, diesmal in der Permut Academy mit dem Fokus Profi-Klickser on the Beats. Da wollen wir mal diesmal anfangen. Juhu, ich kann meine. Ach, egal, ich kann schon nicht mal klar sprechen, was mich jetzt schon so auf die Nerven gegangen ist, ne? Wie gesagt, Rangkampf. Nee. Den einen habe ich wenigstens schon mal hier. Einer ist mit Turbo Blast unterwegs, das habe ich schon gemerkt. Okay, kurzen Rückzug. Okay, wunderbar. Aber mal ein paar Seifenblasen mal. Verpiss dich! Geh weg, Alter. Oh, ich hab damit sogar noch einen treffen können. Mann! Rangkampf ist noch schlimmer als Standardkampf. Auch wenn Rangkampf schon etwas herausforderndes ist. Und eigentlich ein Modus, der eigentlich recht gut ist. Aber trotzdem, Rangkampf ist so schlimm. Fuck you! Nee. Yay, wunderbarer Rage Part. Yay, was für eine Schönheit. Ja, ich habe aber bei der Dinges, den kein Schein interessiert, aber es juckt mich einfach nicht. Ey, es war kurz mit dem Turm los. Ey, hat er kurz einen Delay gehabt oder was? What the fuck? Ach komm, ey, fühl dich cool, du Purensohn, ey, ohne Witz. Komm, erledige den! Dankeschön. Mann,
Manche Gegner sind einfach nur richtige Bastarde, ey. Ohne Witz, es ist einfach zum Kotzen. Ja, finde ich nochmal cool. Ja, alles klar. Ja, genau. Piss dich, Mann! Fühl dich nicht cool, Alter. Nee. Rangkampf, manchmal kannst du manchmal einfach nur echt in die Tonne klopfen. Ja. So, gegeben. Mal wieder dieser Regen, der mich auch immer wieder ankotzt. Mann, piss dich, Alter. Geh mir die schon wieder auf den Sack, ne? Ja, keine Chance. Nee, komm, nee. Wir gehen jetzt einfach nach vorne. Wenn das jetzt die bescheuertste Idee überhaupt ist, aber das juckt mich jetzt einfach nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich bin schon sowas von bedient, ne? Dass ich mal da keinen Bock mehr hab, ne? Deswegen mache ich fast nur noch normale Kämpfe, weil mein Schrankkampf nicht mal juckt. Wenn ich mal so richtige Lust habe, aber das ist eher selten der Fall. Boah, der Controller fliegt gleich 10 Kilometer weit weg, Alter. Ohne Witz. Gleich ist es soweit. Vielleicht war ja noch was drin. Piss dich. Mann, das darf nicht wahr sein. Einfach nur so richtig erbärmlich hier, ne? Ach, fick dich doch, Alter! Ich hab's vor nur zum Abbrechen, aber es juckt mich nicht. Leck mich am Arsch, ich habe wirklich keinen Bock mehr, ne? Ich habe zum Glück noch eine Runde noch zu machen, dann juckt's mich nicht mehr. Rangkampf juckt mich nicht. Sind nur wirklich Real Talks, sind nur meistens so Hurensohne dabei. Ohne Witz, es ist einfach nur lächerlich. Das wäre scheißegal, ob ich mich jetzt übersteuert höre oder nicht. Fuck it up, this game, Alter. Okay, noch Glück gehabt, aber trotzdem. Und manchmal ist es auch schwer, wenigstens bis zur Markierung zu kommen, weil nur Assi-Gegner dabei sind. Ohne Witz, ich könnte mich jetzt die ganze Zeit hier drüber aufregen, aber egal, eine Runde habe ich noch. Ja, so. Eine Runde habe ich noch. Jetzt ist es ein bisschen was für scheißegal. Ich will es einfach nur noch überstehen. Ich will es einfach nur noch überstehen. Es wäre jetzt egal, wer jetzt gewinnt. Ja, fühlt sich richtig cool, ne? Ich hätte einen Platscher auspacken sollen, aber den habe ich ja sogar noch nicht mal gespielt. Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, ich habe den schon freigeschaltet. Ja, finde ich cool. Krieg dann einen One-Hit, du Bastard. Verpiss dich einfach. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Ich würde dieser selbe Spacko von der letzten Runde auch noch. Alter. Piss. Ja, kommt noch einer hinterher, Mann. Oh, dieser Geo. Ey, diese scheiß Franzosen, ne? Ohne Witz. Ich bin zwar nicht rassistisch, aber. Ey, nee.
Sobald ich irgendeiner sehe, der G und K dabei in sich trägt im Namen oder so, boah, nee. Da krieg ich einfach nur das Kotze, weil das nur solche Hurensöhne sind, die keine Hobbys haben. Ja, der eine Boy mit seinem Platscher, der sich cool fühlen muss. Meine Fresse. Wenn ich irgendwann mal jede Waffe gespielt habe, wo es keine Updates mehr mit Waffen gibt oder sonst was, dann werde ich nur noch mit den Main-Waffen spielen. Nur noch. Egal, das juckt mich jetzt nicht. Du behinderter Hurensohn. Das war der Controller übrigens, danke der Nachfrage. Ja, okay, gut. Selbst wenn ich mich konzentrieren würde und jetzt nichts sagen würde, bringt das trotzdem nichts. Weil zum Kosten ist, G und K, ihr scheiß Franzos, verpisst euch, Mann, das ist so dumm. Mann. Es bringt einfach überhaupt nichts mehr zu sagen, ne? Oder sich überhaupt irgendwie aufzuregen. Das passiert einfach und gut ist. Mann, ja, fuck mich doch mal ab, Mann! Scheiß Bastarde. Erste Runde lief gut und dann jetzt hier die zweite, dritte. Alles nur Schweine hier. Mann, ich hab die Schnauze echt voll. Bitte, lasst die Runde so schnell wie möglich gewinnen. Ist mir scheißegal, was dann jetzt noch passiert. Von mir aus kann ich auch gerne das Gegnerteam gewinnen. Das ist mir scheißegal, Mann! Fuck you! Ja, schön spawn trappen, ne? Damit die hierher springen und dann recht ficken können. Mann! Jetzt ist zwar nicht mal werbefreundlich, aber juckt mich nicht. Ich verdiene sowieso kein Geld damit. Die paar Cent kann ich mir auch woanders hinstecken. Ich sag einfach dazu nichts mehr, weil es mich nicht mehr juckt. Mann. Ja, gewinnt einfach Gegnerteam da. Ja, danke. Oh, Mann. Hat mich runter noch mehr abgefuckt als sonst. Mann. Junge. Oh. Das war jetzt übelster Rage-Bahn, aber es juckt mich einfach nicht mehr. Ah, Rangkämpfe! Ah, einfach nur Rangkämpfe! Ah! Mann! Wow, wunderbar. Dazu sage ich eins. Rangkämpfe sind eigentlich recht okay. Ja, das juckt mich jetzt nicht. Rangkämpfe. Ach so, geht gleich komplett aus. Ja, finde ich cool. Nicht! Ja, da würde ich sagen, wenn es jetzt so ist, okay, was für eine perfekte Uhrzeit. Ich habe keinen Plan, wie ich später so habe. Aber gut, da sage ich eins. Rangkämpfe ist dann eigentlich eine recht gute Idee, um wegen den Skiller und bla bla bla, was mich alles nicht juckt, die sich für was Besseres halten. Die S Plus sind. Sonst, Rangkämpfe, ich habe da nie Glück, das ist manchmal, denke ich, so der asozialste Modus, den man sich hätte ausdenken können. Aber sonst sage ich ja, ciao und bis zum nächsten Mal.